Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Eine Blitzberatung. Eine Blitzberatung ist dafür gedacht, dass ihr blitzschnell eure Legung bekommt, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Riosea, ich grüße dich. Du hast ein Problem. Deine Überstunde wurde nicht abgerechnet und es muss geklärt werden. Und ich habe das Gefühl, du möchtest am liebsten von diesem Gespräch dich drücken. Und jetzt schauen wir mal an, was die Karten erzählen. Das musst du ansprechen. Du hast dafür gearbeitet. Das ist deine Zeit, das ist deine Kraft, das ist deine Energie, das ist deine Leistung. Und du sollst es ansprechen. Ich verstehe dich, das ist unangenehm. Und man weiß nicht, was das auslöst. Und genau das zeigt deine Haltung. Wenn das in dieser Karte die Zahl 4 wäre, dann würde ich sagen, du bestimmst das. Das hat Hand und Fuß und du vermittelst das. Aber hier kommt noch eine Zahl dazu. Das ist die Einflüsse. Entweder von außen, wovon du Angst hast, oder von innen. Und das ist die Gefühle, die Angst oder die Zweifel und die Gedanken, was löst es aus? Kannst in diesem Arbeit bleiben? Ich würde dazu sagen, du musst das ansprechen und die Ton macht die Musik. Bleib freundlich, sachlich, fasst es kurz und frag höflich nach, ob sie das vergessen haben. Weil du hast jetzt die Abrechnung und steht die Überstunde nicht drauf, ob sie etwas übersehen haben. Dann wissen sie, aha, du hast es wohl bemerkt, du sagst es. Viele trauen das nicht zum Sagen. Und sie pokern, sie überprüfen, wer sagt was, mit wem kann man das machen und mit wem kann man das nicht machen. Wie erkenne ich das? Das zeigt die Gedankenwelt. Wie reagieren die Menschen emotional? Bekommen sie Zweifel oder Angst? Trauen sie etwas zum Sagen? Und die, wo was sagen und das mit einer männlichen Energie und wir Frauen haben auch männliche Energie und das heißt sachlich, ohne Emotionen, kurz fassen, auf den Punkt zu bringen, das ist männliche Energie und dann kannst du das klären und kommt ein Entgegenkommen. Schau mal, sie zeigen Verständnis dafür. Und dann bist du von dieser Situation befreit, dann ist das geklärt. Ich wiederhole noch einmal, die Ton macht die Musik. Nicht Beschwerden, das mögen sie nicht, sondern höflich, freundlich nachfragen, woran liegt es, ob sie vielleicht was übersehen haben oder das vergessen haben. Und dann wissen sie, dass du das traust anzusprechen und darum geht es, weil sie testen euch. Sie wollen wissen, wer wie reagiert. Es geht nicht darum, dass sie dieses Geld nicht zahlen wollen. Es ist Psychologie. Sie testen euch gerade. Sag was, sag was. Und warum sollst du es sagen? Weil das sind deine Werte. Die Kelchen symbolisieren diesen Glanz, das ist Gold, ist auch Gefühlen hier.
du hast ein ganz anderes Gefühl dabei, wenn das geklärt ist. Und das wird geklärt. Das wird geklärt. Aber in diesem Bild und auch hier in diesem Bild ist ein Geheimnis. Du wirst diesen Arbeitsplatz verlassen. Und diese Chancen hast du. Das zeigt Chancen, etwas Neues finden, was besser zu dir passt. Und dieses Geheimnis ist auch ein Hinweis, dass du Verbindungen hast und orientierst dich beruflich neu. Und die Geheimnis von der Arbeitgeber, da wird diese Maske jetzt fallen. Und du triffst da klare Entscheidung und ohne Angst, ohne Zweifel, freundlich fragst du nach und dann suchst eine andere Arbeit. Nicht, weil dich Kündigung droht, sondern du hast die Chancen, beruflich dich zu verändern, verbessern, wenn du das möchtest. Weil sie werden dich nicht kündigen. Weil diese Karte zeigt, dieser Arbeitsvertrag bleibt erhalten. Die wollen dich nicht kündigen. Die wollen dich behalten. Sie testen dich, ob du was sagst. Und jetzt schauen wir die Gefühle. Mit dieser Gefühlsklärungskarte. Ich bin der Rückzug, Igel. Ich ziehe mich zurück, will alleine sein. Ich mache alles so gut geht mit mir selbst aus. Und das zeigt deine Stimmung. Am liebsten würdest du zurückziehen und dieses Gespräch gar nicht führen, was ich auch nachvollziehen kann. Aber das musst du tun, wirklich. Liebe Riosea, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Alles Gute, alles Liebe und viel Erfolg von Dendera.